Meine Top 5 Freizeitparks in Deutschland. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Top 5 Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, das letzte Top 5 Video ist schon ein bisschen her. Wir sind ja so viel unterwegs, oder ich bin so viel unterwegs. Da kommt dann immer was halt von den Trips. Aber ich dachte, jetzt ist mal wieder an der Zeit, ein neues Top 5 Video zu filmen. Und wie immer bei den Top 5 Videos bekommt ihr meine Meinung. Aber eure Meinung ist auch gefragt. Schreibt mir unten in die Kommentare eure Top 5 Freizeitparks in Deutschland. Ja, ich habe meine Top 5 zusammengestellt und gehe die Parks peu à peu durch. Es heißt nicht, weil wenn der eine Park auf Platz 5 ist, dass er schlecht ist. Also das möchte ich nicht sagen. Und ich habe natürlich noch nicht alle Freizeitparks in Deutschland besucht. Zum Beispiel auf meiner Wunschliste steht Trips Drill, aber auch der Heidepark, obwohl ich im Heidepark schon mal als Kind war, aber daran kann ich mich kaum erinnern. Hansapark war ich noch nicht und ja, es gibt noch einige Parks, die auf meiner Liste fehlen in Deutschland, aber kommt sicherlich mal in den nächsten Jahren. Deswegen auf meiner Top 5 Liste natürlich nur Parks, die ich auch bereits besucht habe. Und ich würde sagen, wir starten mit Platz Nummer 5. Platz Nummer 5, ein Park, den ich schon sehr, sehr häufig besucht habe, ist für mich der Holiday Park. Ja, der Holiday Park hat natürlich einiges zu bieten für groß und auch für klein. Es gibt auch bereits einige Videos hier auf meinem YouTube-Kanal und es gibt auch eine ganz, ganz tolle Halloween-Season im Holiday Park. Jedoch unterscheiden sich die Maces vor allem an Halloween nicht wirklich. Es gab, glaube ich, letztes Jahr eine neue Maze. Ansonsten sind die Maces immer dieselben und ja, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, würde ich mal sagen. Ansonsten gibt es natürlich auch Achterbahnen, wie zum Beispiel GeForce oder auch das Dino Rafting ist besonders schön gestaltet. Also es gibt einige Attraktionen, die mir besonders Spaß machen und jetzt hat es neu dieses Jahr der Wasserspielplatz, ich habe ihn noch nicht mit eigenen Augen gesehen, nur auf in Stories jetzt gesehen, geöffnet. Am Saisonstart war es natürlich leider zu kalt. Ich glaube, er macht auf ab 17 Grad, aber da könnte ich mich jetzt auch täuschen. Ja, also es gibt jetzt einen neuen Wasserpark und wenn man natürlich in der Nähe wohnt, ist das ein ganz, ganz toller Park. Ein ganz toller Park, den man besuchen kann. Für mich jetzt leider, wo ich jetzt in der Schweiz, in Zürich wohne, ist der Holiday Park natürlich viel zu weit entfernt, um jetzt einfach mal am Wochenende dahin zu fahren. Und so viel reizt er mich nicht, denn ich kenne den Park. Natürlich gibt es coole Attraktionen, die ich immer sehr, sehr gern fahre. Aber ja, und das Essensprogramm könnte ein bisschen mehr Variationen auffahren im Holiday Park. Es wird besser in den letzten Jahren. Ist aber auch ein bisschen länger her, als ich letztes Mal im Holiday Park war. Also, ich weiß gar nicht, war ich letztes Jahr im Holiday Park? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht einmal, aber um Halloween war ich gar nicht da. Also weiß ich gar nicht, ob ich letztes Jahr im Holiday Park war. Aber wie gesagt, wir waren schon einige Male dort und jedes Mal hatten wir natürlich ganz, ganz viel Spaß. Und auch für die Kleinen, das Maya-Land ist super schön. Platz der Fontänen und es gibt ja auch die Sommernachtspartys, die auch sehr, sehr viel Spaß machen mit abendlichem Feuerwerk und DJ. Also ja, der Holiday Park hat wirklich einiges zu bieten, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung und ja, ich würde sagen, ist mir jetzt so spontan eingefallen, wir packen noch die Eintrittspreise von den Parks mit in dieses Video, dass man das auch ganz gut vergleichen kann. Also ich schaue mal, was der Parkeintritt im Holiday Park kostet. Also mittlerweile kostet ein Tageseintritt, das ist glaube ich auch ein bisschen teurer geworden, im Holiday Park für Erwachsene 48,50 Euro. Also da erinnere ich mich auch noch günstigere Preise, aber ich weiß, dass ich früher immer für den Holiday Park bei Groupon immer ganz, ganz coole Aktionen gefunden habe. Und wenn ihr Tipps habt für günstige Freizeitpark-Tickets, schreibt sie auch gerne unten in die Kommentare. Ja, also das war mein Platz Nummer 5, der Holiday Park. Platz Nummer 4 für mich ist ein Park, den ich erst vor kurzem zum ersten Mal besucht habe, und zwar das Legoland. Ja, das Legoland hat mich sehr positiv überrascht. Natürlich ist es jetzt nicht der Freizeitpark, wo man
als Adrenalin-Junkie hinfahren sollte. Aber als Lego-Fan ist das Legoland ein Muss. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Attraktionen für die Kleinen, aber auch für uns Erwachsene gibt es natürlich Attraktionen, wie jetzt die neue Achterbahn Maximus oder Ninjago macht natürlich auch für Erwachsene Spaß, also wer die Attraktion aus dem Disneyland kennt. Web Adventure ist im Prinzip dasselbe System, nur bei Ninjago ist es, glaube ich, so und bei Web Adventure macht man so. Ja, und wie gesagt, ich bin großer Lego-Fan und deswegen gefällt mir das Legoland echt super gut. Vor allem das Miniaturland, was das Legoland auf die Beine gestellt hat, einfach mega gut. Und das Essen konnten wir jetzt da leider, also das kann ich auch nicht so bewerten, ob es vielseitig ist, denn als wir dort waren, haben wir nur die Lego-Pommes gegessen. Die waren gut. Ansonsten weiß ich leider nicht genau, was der Park alles so zu bieten hat. Wir sind ja im September nochmal da und für 2 Tage. Da gehen wir auf jeden Fall auch abends im Hotelrestaurant essen. Das kann ich euch schon mal spoilern. Und werden wir bestimmt auch noch das eine oder andere im Park probieren. Also da kann ich euch dann in den Videos ein bisschen mehr zum Essen sagen. Aber wie gesagt, könnt ihr der Community natürlich weiterhelfen. Wenn ihr Restaurants im Legoland empfehlen könnt, könnt ihr auch das unten in die Kommentare. Ganz schön viele Kommentare müsst ihr heute abgeben in meinem Video. Ja, also Platz 4 für mich das Legoland. Ich gucke jetzt auch nochmal, was dort der Eintritt kostet. Also ein Ticket fürs Legoland kostet, je nach Tag, den man sich aussucht. Also ich bin jetzt hier gerade bei 45 Euro. Am Wochenende unter anderem 49 Euro. Gucken wir mal nochmal weiter. Ja, also Wochenende, da ist es sogar immer 54 Euro am 29. Juli. Also die Preise variieren tatsächlich je nachdem, wann man fahren möchte. Also samstags, glaube ich, in den Ferien, das ist so um die 54 Euro. Ja, also ja, zwischen, was war der günstige Preis am Anfang? Zwischen 45 Euro und 54 Euro ist, glaube ich, alles möglich. Jetzt gucke ich schon mal vielleicht im November, was da so die Preise sagen unter der Woche, Oktober. Nee, da sind wir auch bei 45 Euro, ja. Und das sind die Online-Preise, wenn man die Tickets online kauft. Da kommen wir zu meinem Platz Nummer 3. Und den Park werden andere wahrscheinlich weiter oben sehen. Für mich ist es der Europa-Park. Ja, wie gesagt, es ist kein also ich möchte auch der Legoland oder Holiday-Park sind keine schlechten Parks. Ich mag alle Parks. Aber der Europa-Park, irgendwie fehlt mir da so der Bezug zu. Ich weiß, es gibt viele Europa-Park-Fans auch unter meiner Community, die auch den Europa-Park lieben oder nur den Europa-Park und nicht das Disneyland oder beides. Ich bin sehr gerne im Europa-Park, aber auch nicht so häufig. Gestern kamen, glaube ich, jetzt auch die neuen Saisonpässe. Also ich weiß noch nicht, wann das Video online geht, aber ich nehme es schon mal auf. Also es gibt wieder Saisonpässe für den Europa-Park. Und Prina so, ja, kauf dir doch jetzt eine Jahreskarte. Du wohnst ja jetzt nur 2 Stunden davon entfernt. Das stimmt, hatte ich mir überlegt, aber irgendwie, keine Ahnung, es ist noch nicht so der Reiz da, mir eine Jahreskarte für den Europa-Park zu kaufen. Erstmal, Essensvielfalt ist unbeschreiblich groß. Also im Europa-Park kann man wirklich alles Mögliche zum Essen finden. Table-Service-Restaurant, Schnellimbiss-Restaurant, asiatisch, das Spices ist gut. Es gibt Fisch im Fjord-Restaurant. Natürlich gibt es Fast-Food, was man sich alles vorstellen kann, gibt es im Europa-Park. Also Essen, da kann man sich nicht beschweren im Europa-Park. Aber wie gesagt, es fehlt so für mich so, dass die Beziehung zum Europa-Park. Und auch mittlerweile, ich kenne mich auch immer noch nicht aus im Europa-Park, weil ich irgendwie immer mit jemandem unterwegs bin, der mich leitet. Wir sagen, okay, dann gehen wir dahin und dann laufe ich einfach hinterher. Ich kenne, also wenn ich jetzt alleine im Europa-Park wäre, wäre ich wahrscheinlich echt verloren und müsste die ganze Zeit auf der Map gucken, wo ich mich befinde, weil ich nicht wüsste, wo ich bin. Ja, aber trotzdem natürlich viele schöne Attraktionen. Es gibt Silver Star, macht ganz, ganz viel Spaß. Aber auch Piraten in Batavia. Andere Attraktionen wie, gut, muss ich mir nach den Namen überlegen, Blue Fire oder Snorri Tour. Also es gibt wirklich sehr, sehr schöne Attraktionen, aber man kann dort auch einfach, ich erinnere mich noch, wo wir mit Daniel einfach hingefahren sind zur Eröffnung von Piraten in Batavia. Es war super heiß.
Wir sind nur Piraten in Batavia gefahren und haben eigentlich den ganzen Tag nur Cocktails getrunken und was gegessen. Also das kann man im Europapark auf jeden Fall auch. Und was ich wirklich dem Europapark hoch anrechnen muss, sind die Hotels. Also da kann sich viele Freizeitparks, unter anderem auch das Disneyland in Paris, eine Scheibe abschneiden, denn die Hotels sind wirklich Weltklasse. Die Thematisierung, die Zimmer, wirklich top. Also was da der Europapark gebaut hat, ist wirklich mega schön. Es wird auch gerade eine neue Achterbahn gebaut. Ich weiß gerade ihren Namen nicht, aber da sind wir auch mal natürlich sehr gespannt. Wie gesagt, aber irgendwie fehlt mir so der Bezug zum Europapark. Also ja, wie gesagt, ich bin gerne da und vielleicht jetzt auch ja jetzt am 15. Juli auch wieder zur Sommernachtsparty. Aber da sind wir halt als Truppe da. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach so, ach, ich habe heute nichts zu tun am Wochenende. Ich fahre jetzt mal allein in den Europapark. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Keine Ahnung, wieso. Also würde ich vielleicht schon machen, aber irgendwie fehlt mir so der Reiz. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Jetzt zum Beispiel im Disneyland oder so hätte ich gar kein Problem, da ein ganzes Wochenende allein zu verbringen. Im Europapark? Oh, nee, glaube ich nicht so. Aber ja, das war mein Platz Nummer 3. Kommen wir zu Platz Nummer 2. Und es ist eigentlich kein richtiger Freizeitpark. Aber ich möchte ihn trotzdem hier erwähnen. Und wo wir beim Europapark waren, bleiben wir doch direkt in der Nähe. Und zwar ist es das Rulantica. Ja, der Wasserpark des Europaparks. Aber ich zähle es jetzt trotzdem mal mit als Freizeitpark. Denn ich bin ein riesengroßer Rulantica-Fan. Also ich war das erste Mal da, Ende Januar. Und jetzt auch schon zum zweiten Mal. Und jetzt demnächst auch zum dritten Mal. Und würde auch am liebsten noch 5- und 6-mal dieses Jahr fahren, weil ich wirklich sehr begeistert von dem Park bin. Und ja, jetzt kommen bestimmt die, mit der Jahreskarte Gold, mit dem Saisonpass hast du ja auch noch 2 Eintritte in Rulantica dabei. Ich weiß. Das wäre ein Argument, warum ich auch mir den Goldpass holen würde, weil der Rulantica dabei ist. Egal. Wie gesagt, der Wasserpark des Europaparks, also da bin ich voll dabei. Die Thematisierung ist super, der Innen- und auch der Außenbereich. Den Außenbereich habe ich jetzt erst letztens kennengelernt. Und Rutschen, ich liebe Rutschen, es macht Spaß. Aber auch wer jetzt nicht unbedingt der Rutschen-Fan ist, es gibt einen Lazy River, es gibt einen Wildwasserstrom. Und ansonsten kann man auch einfach relaxen. Und im Wellenbad, also ja, das Wellenbad könnte ein bisschen größer sein. Also es gibt relativ wenig Schwimmmöglichkeiten, wenn ihr wisst, was ich meine. Also Abkühlung gibt es halt in den Rutschen und ich muss gerade selbst überlegen. Ja, halt im Außenbereich, aber drinnen halt sonst, ja, im Lazy River. Ja, und eigentlich nur in dem Wellenbad. Weil sonst gibt es keine Pools, wo man halt kurz... Ah doch, es gibt noch da, wo die Bar gibt. Okay, das stimmt. Und draußen, wo es auch noch eine Bar gibt, da kommt man auch von drinnen rein. Genau, da kann man auch noch so ein bisschen rumplanschen. Also ja, aber es ist jetzt kein, wo man richtig schwimmen würde, ne? Wie man das so kennt. Ja, also das könnte vielleicht noch ein bisschen größer sein, diese einfach nur Planschmöglichkeiten. Aber dennoch... Ich bin ein großer Fan von Rulantica, jedoch bei Rulantica muss ich sagen, was wir jetzt erst erlebt haben, Minuspunkt beim Essen. Es gibt mittlerweile auch jetzt eine Bowl-Station, die habe ich Ende Januar getestet. Auch nicht günstig, aber war ganz gut. Aber als wir jetzt da waren abends, wollten wir dann nochmal Bowls essen und dann waren die leider zu. Und auch der Grillbereich draußen, da hat er leider auch schon zu, den hätten wir auch gern getestet. Also wahrscheinlich hat halt das Rulantica dasselbe Problem wie im Disneyland. Stundenschichten über 8 Stunden, ist dann schon schwierig, Personal zu finden, weil natürlich dann mehr Leute angestellt werden müssten. Also das Essensangebot könnte noch ein bisschen größer sein, vielleicht ein Table-Service-Restaurant. Also das ist jetzt einfach nur Meckern auf hohem Niveau und mein Wunschdenken so. Aber ja, beim Essen könnten sie noch ein bisschen ausbauen. Aber ich glaube auch im Rulantica wird weiter ausgebaut und da stehen die Bagger nicht still. Ich denke mal, der Europapark plant auch weiterhin, das Rulantica auszubauen. Also ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Jahren da noch kommt. Ja, also das war Platz Nummer 2 für mich, Rulantica. Aber zu Platz Nummer 1. Achso, stimmt, wir haben ja gar nicht die Ticketpreise, bevor wir zu Platz Nummer 1 kommen. Muss ich euch ja noch die Ticketpreise vom Europapark und vom Rulantica sagen. Das habe ich jetzt vergessen. Gib mir eine Sekunde. Also beim Europapark ist es wahrscheinlich auch so, dass man am Wochenende mehr bezahlt, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe jetzt einfach mal den 15. Juni ausgewählt.
Ja, kostet dann das Tagesticket 57,50 € im Europapark. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich gucke noch mal an einem anderen Datum. Ich möchte kein Hotel. gucken wir mal noch im August an einem Samstag, was es da kostet. Auch 57,50 €. Ja, und ich meine, Rolantica ist um die 45 €. Aber das schauen wir natürlich auch noch mal. Genau, Rolantica kostet ein Tagesticket für den ganzen Tag 44 €, aber da gibt es auch verschiedene Optionen wie Abendtickets oder Moonlight-Tickets für die letzten 3 Stunden. Also da gibt es auch verschiedene Optionen. So, und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Ja, Platz Nummer 1 ist für mich das Phantasialand. Ja, das ist so mein Kinderpark. Also ich habe ja früher in Koblenz gewohnt, also in der Nähe von Koblenz. Und für mich war so das Phantasialand der Park, wo man als Kind immer hingefahren ist, mit den Eltern, mit der Schule. Und ja, also das Phantasialand ist für mich wirklich einer der besten Freizeitparks in Deutschland, wie gesagt für mich. Das Essensangebot ist mega gut, wenn ich an die Taverne denke oder an das Uhrwerk, an die Waffeln, an die Churros, an die Schokoladenerdbeeren und, da könnte ich jetzt aufzählen. Jetzt auch letztens der Frozen Margarita, der Cocktail, einfach mega lecker. Also das Essen im Phantasialand ist wirklich absolute Spitze und die Themenbereiche, die Thematisierung und die Attraktionen sind einfach mega. Wenn ich an Taron denke oder an Fly, generell an Rookburg oder das neue Hotel Charles Lindbergh. Ich war leider noch nicht selbst drin, aber was ich immer so gesehen habe, ist mega von der Thematisierung. Auch hier der mexikanische Bereich mit Chiapas ist wunderschön. Berlin und ich könnte jetzt weiter aufzählen. Also wie gesagt, das Phantasialand ist für mich so Kindheitserinnerung, fahre ich immer sehr, sehr gerne hin und die Attraktionen machen einfach super viel Spaß. Wie gesagt, Taron fahre ich sehr, sehr gerne, aber auch River Quest oder Chiapas. River Quest ist immer, ich bin schon damals als Kind immer so oft gefahren und man weiß, man wird nass, aber man stürzt sich trotzdem immer in die Fluten. Natürlich hat sich das Phantasialand in den letzten Jahren und Jahrzehnten krass verändert. Meine Mama war jetzt das letzte Mal ja mit dabei und die meinte, da war doch hier so das und das und jenes. Ja, Mama, das Phantasialand hat leider Platzmangel, deswegen müssen die alles mal abreißen und dann auf dem Platz Neues schaffen. Ja, können sie leider nicht stehen lassen, außer Geister-Rikscha. Ich weiß nicht, wie lange die noch bestehen bleibt, dieses Zeitalterstück. Ja. Also wie gesagt, Phantasialand für mich Platz Nummer 1. Und jetzt guckt man auch noch nach den Preisen. Also ich sehe gerade, und das wollte ich auch noch erwähnen, Phantasialand in letzter Zeit sehr, sehr viele Aktionen. Also wo wir jetzt im Juni da waren, hatten wir im Februar Tickets für 35 € gekauft. Jetzt sehe ich hier 33% sparen in den Sommerferien. Genau, jetzt gucken wir mal, was ein normales Ticket kostet. Genau, also unter der Woche sind wir aktuell bei 54 € und am Wochenende mit Sternchen bei 61. Ich weiß nicht, was das Sternchen bedeutet. Also die Preise variieren zwischen 54 und 61 €. Also fast alle Freizeitparks bewegen sich eigentlich schon so in demselben Preisrahmen. Ich würde so sagen plus minus 50 €. Ja, also das waren meine Top 5 Freizeitparks in Deutschland. Ich bin sehr auf eure Top 5 gespannt. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.